Der Forschungsprozess besteht im Wesentlichen aus 7 Teilen. Ausgangspunkt muss sein die klare und eindeutige Definition des Forschungsproblems. Forschungsproblem ist eigentlich eine Herausforderung, wie die Forschungsfrage im Konkreten dann angelegt werden soll. Nächster wichtiger Punkt, die Formulierung der Forschungsziele. Ein Ziel muss nach bestimmten Kriterien formuliert sein, sonst gibt es nur eine Absichtserklärung. Was wäre zu wenig für eine richtige Kontrolle des Forschungsprozesses? Punkt 3, die Festlegung der Forschungsstrategie, also ob quantitativ oder qualitativ. Darauf folgt der Schritt 4, die Datenerhebung, also ob Voll- oder Teilerhebung im Wesentlichen. Der nächste Punkt, die Analyse der Daten und Informationen, also wie die Datenerhebung im Konkreten gestaltet werden kann und soll. Der nächste Schritt, die Darstellung der empirischen Befunde, also einerseits grafisch oder tabellarisch oder verbal, andererseits auch die Interpretation der Befunde, auch im Hinblick auf die existierenden bisherigen Schlussfolgerungen, andererseits hinsichtlich eventueller neuer Erkenntnisse. Und der letzte Punkt, wie wird dann mit den Ergebnissen der Untersuchung umgegangen, welchen Begründungs- und Verwertungszusammenhang gibt es hier zur Übersetzung der Ergebnisse in bestimmte praxisnahe Konzepte.